So, weiter geht's im Pokal heute mit dem Duell gegen den SC Freiburg. Auf geht's. In Freiburg vor allen Dingen. Da müssen wir auf jeden Fall was heute mitnehmen. Na dann, auf geht's. Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. SC Freiburg gegen Schalke 04. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Das hoffen wir mal, dass wir es jetzt noch nicht feiern. Könnte es hier heute ankommen? Na dann, auf geht's. 4-mal hat er in den letzten 3 Spielen zugeschlagen. Heute wird er nachlegen. Ja, letztes Spiel haben wir verloren. Naja, gucken wir mal, was Freiburg heute für uns parat hat. Rodriguez. Schön gelöst da. Ja. Ah, gut gemacht, den Rosun. Der ist gut löst, der probiert, der macht und tut. Alario checkt, dass der Rosun dahinter läuft. Der Rosun 1-0. 6. Minute, das war super rausgespielt. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, da hätten wir also 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 16. Rodriguez. Becchino. Niederlechner. So. Ja, schön gelöst, da. Der kam nicht gut. Da oben der Ball. Alario. Ha, schön geblockt, aber da. Paulinho. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, also früh. Ah, gut, man führt ja zumindest mal mit frühem Tor. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Aber jetzt mal, der Rausum. Florian Müller, der das gut, der gut zugreift und sagt, den gehört mir der Ball. Obelin Pineda. Niederrechner. Das macht er gut. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Latzer. Kolasinac. Ah, der war schlecht. Der Ballverlust. Paulinho, naja, Müller kommt raus und holt sich das Ding. Das war richtig gefährlich. Klasina Thomas. Marco Richter. Oh, schön gemacht, Marco Richter, gut angedreht da. Nur noch der Torwart vor sich. 2-0, yes! Was für ein Tor! 26, zumindest im Pokal, weil man in der Liga tut es halt. Klar, die Niederlage tut weh in Hoffenheim, aber nicht weiter tragisch. Schmidtstadt 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie.
Ich glaube, ich habe noch eine Alternative. Vielleicht kurz ist es nicht. Versuche ich Pavard zu verpflichten, den Franzosen, vom ehemaligen Bayern, wahrscheinlich hier ehemaliger Bayern-Spieler. Gucken, ob der kommen würde. Also zumindest mal eine Alternative. Oder vielleicht sogar die Option, beide zu kriegen. Aber ich glaube nicht, dass ich beide kriege. Lucas Alario. Was in der Winterpause passiert. De Rauson! Jetzt erstmal! De Rauson auf dem Weg zum dritten, aber das verhindert wieder der Keeper. Rodriguez. Gut gemacht. In den freien Raum. Das Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Ja, aber gut gespielt. Der gute Ball, gut gemacht, die Situation von Ludewig. Und dann ist es jetzt die nächste Variante. Ja, vielversprechende Aktion. Gefährlich. Hereingabe. Statt dass du den frei aufs Tor sitzt. Dazwischen gegangen, gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Oh, das könnte was werden. 3-0. Ich hatte jetzt fast gewartet, eigentlich kurz gezögert, weil ich gedacht habe, okay, der pfeift bestimmt abseits. Aber nein, pfeift er nicht und damit ist das Thema. Aber auf jeden Fall ist mal das 3-0 gemacht und damit sollte man den Weg ins Viertelfinale frei haben, aber. Es ist noch ein bisschen zu spielen. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ach, die lassen den Langriff doch noch laufen. Der ist doch durch. Pause 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Naja. Zufrieden sein mit der bisherigen Leistung, soll aus Sicht vom Königsblau natürlich auch so weitergehen. Klar soll es so weitergehen, weil Latza. Ich will in die nächste Runde. Ja, Bayro, die Rosu. Jetzt der Ballverlust. Gott. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Einwurf für die Freiburger hier. Schade. Gut gemacht, Richter. Jetzt die Flanke. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und dann ist das sogar das vierte, Paulinho. Kein Abseits. Hat er gut gelöst. Eigentlich haben die Freiburger das Ding schon fast geklärt. Na gut, das Ding ist entschieden, ne? Wird das seine Torchance? Guter Pass jetzt. Klasse! Rüber, Buschi, kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft eingelegt in diesen Schuss. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Lecker. In der Bundesliga geht es für Gäste von weiter. Düsseldorf. Ecke.
schade. Die war gut gemacht. Alario, ja. Viel von dem ist auch noch. Hat er überhaupt schon getroffen? Ist das Problem, wollte schon getroffen? Egal, ich könnte ihn jetzt auf das nächste Spiel gegen Düsseldorf schonen. So, dann wechsle ich jetzt mal durch. Nach 63, 67 Minuten den Dreifachwechsel. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. So, Abschluss ist erfolgt und der wird aber quasi jetzt mal zurückgebracht, nämlich von Del Rose und erstmal, der hier auf der Außenbahn geht. Der hat der Keeper zurück. Da sagt er, jo. Du musst deine Chance eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Okay. Mein 4-0 ist jetzt meine Hausnummer. Wieder so ein klasse Pass. Vincenzo Grifo. Und Akoruma, der eisekalt zulegt. Also das gibt jetzt nochmal Gelb. Wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann das ist auch richtig. Nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Genau so ist es. Muss ich jetzt ein bisschen zurückhalten. Es sind noch 15 Minuten. Kulanski. Ah, schade. Ballverlust. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, gut gemacht, die Situation. Gute Körpertäuschung. Und damit hat er eine Chance. Und damit schützen die Freiburger das Tor 1-4 nur noch. Nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Aber sehr gut gemacht. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Ja, da hat er die. Sieht er den Akpoguma raus und der macht da jetzt mal kurz eben. Genau, also 12 Minuten noch. Das war gedankenschnell. Geht vielleicht noch was für Freiburg. Aber gucken. Geht da. Das sieht vielversprechend aus. Zieht in die Mitte. Gute Aktion, Kopf. Elfmeter. Er gibt Elfmeter tatsächlich in der Situation. Ja, sie laufen im Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Keine Frage, das ist eine Elfmeter. Oh, Vecino, der hat schon gelb, Schiedsrichter. Der hat schon gelb, der Spieler. Und da muss es dann eigentlich auch gelb-rot geben. Egal, Rashica macht es 1-5, 82. Das Ding mal eisekalt nach links dreht. Müller in die falsche Ecke unterwegs. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Naja. Warum der überhaupt noch auf dem Platz ist, weiß ich nicht. Der Vecchino, der muss eigentlich runter. Der geht gelb-rot vom Platz. Der haut erst einen Foul raus. Und verursacht er den Elfmeter. Wie gesagt, letztendlich ist es wurscht. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt. Richter. Ja, Hauptsache in der nächsten Runde, das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann ist hier Feierabend. 5-1, Weltstand in Freiburg. So, auf jeden Fall sind wir in der nächsten
Pokalrunde, das ist erstmal das Wichtigste. So, gucken wir mal rein. Frankfurt gewinnt in Hamburg. Leipzig gewinnt in Augsburg. Leverkusen gewinnt in Darmstadt. Schalke gewinnt in Freiburg. Und hier sind noch die zweite Hälfte da. So sieht das momentan aus, wie das dann weitergeht. So, bevor ich jetzt irgendwas vergesse, ich hatte gerade noch einen Namen in die Runde geworfen. Okay, das wird ein bisschen eng werden von der Summe her. 134 Millionen, nee, das wird nicht machbar sein. Für uns, vom Finanziellen her. Schade. Das war so in der Transferzentrale noch drin haben. Im Hinblick auf die neue... Da sind noch einige Namen drin. Na gut. Wie dem auch sei. Ich bin in der nächsten, wir sind dabei. Das Spiel ist abgeschlossen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann geht es weiter mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Und der Abstand ist ein bisschen geschmolzen nach der Niederlage. Jetzt wollen wir natürlich hier uns wieder ein bisschen was vorarbeiten. Naja, mal schauen. Düsseldorf, wie gesagt, der nächste Gegner. Das sehen wir uns dann morgen an. Da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet.